Mega City. Ja! Ab in die Verlängerung. Es war 3-0. Jawohl! Wir haben gerade die 500 Abonnenten geknackt. Und als kleines Dankeschön an euch habe ich etwas richtig Großes geplant. Etwas, bei dem auch ihr mitmachen könnt. Moin Leute, was gab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal Gamer Axel. Heute werde ich schauen, was kann ich innerhalb von einer Stunde auf einem neuen EAFC24 Account im August erreichen. Für das Projekt bin ich hier auf dem PC, dann geht das ein bisschen schneller alles. Ich spiele das ganze Jahr schon EAFC und jetzt werde ich schauen, was werde ich in einer Stunde alles erreichen. Dafür starte ich gleich ein Timer und dann geht's los. So, mein Timer startet in 3, 2, 1, let's go. Und jetzt habe ich genau eine Stunde Zeit. Gut, hier, ich bin Profi. Ich wähle natürlich hier Gold. Dann kann ich die direkt verkaufen. Real Madrid. Safe teuer. Gut. Ich krieg sicherlich einiges gratis Zeug, weil es halt Ende des Jahres. Ja, im Hauptmenü angekommen. Natürlich 0 Coins und 0 FIFA Points, aber erstmal 3 Picks. Ah. 3 Founder Upgrade für Evolutions. Kann ich theoretisch machen, aber bringt mir ja nichts. Ja, nee, Leihspieler will ich nicht. Oh, geil. 84 plus Pick. Das erste krasse Item. Oh! Direkt Nester. Den nehme ich aber so mit. Digga, schon wieder so eine Founders Evolution. Ich kann die in der Stunde ja nicht alle abschließen. Aber wenn ihr das Video feiert, dann kommt dazu noch ein zweiter Teil, wo wir dann nochmal länger auf diesem Account spielen. Okay, wichtig. Packs für dich. Digga, ich kann mir ein 10-Münzen-Pack nicht leisten. Ist das krass? Vorschau-Pack. Vielleicht ziehe ich hier was Krasses. Scheiße. Oh mein Gott! Erstmal Verein, Stadion. Und jetzt muss ich hier Verein, die ganzen Sachen wechseln. Auf irgendwas anderes, dann kann ich die verkaufen. Dann habe ich schon mal meine ersten Münzen. Meine ersten Münzen! Hier, nochmal. Atletico Madrid. Wow, Transfermarkt ist ja noch gesperrt. Das heißt, ich stoße die einfach nur ab. Argentinien. Oh nein, jetzt habe ich es ausgewählt. Wow, und damit habe ich jetzt direkt schon mal 1200 Coins. Und das ist unfassbar wichtig. 1455 Coins. Unfassbar wichtig. Ich muss direkt die Grundlagen-SBCs machen. Das mache ich mal ganz schnell. Direkt. Grundlagen 1 abgeschlossen. 2 Profis-Pack. Packs für dich. 10 Münzen-Pack. Innenverteidiger. Nee, ist schlecht. 30 Münzen-Pack sollte gut werden, hoffe ich mal. Also, besser werden. Scheiße, Digga. Ich wurde ja komplett gescammt. Rechtsverteidiger. Ist das ein Walkout? Na, immerhin. Naja. 84er. Grundlagen 2 werden abgeschlossen. Grundlagen 2 sind damit auch abgeschlossen. Grundlagen 3 ist abgeschlossen. So, ich schließe jetzt noch jeweils 3 Bronze- und Silber-Upgrades ab. Da kriege ich aus einem Spieler dann jeweils 24. Von den Tagesanmeldungen habe ich ein 83x2-Pack. Da könnte was drin sein. Ja, ist es. Ist das eine Icon? Das ist eine Icon. Oha. Keen, Roy Keen. Wie geil. Hä, ehrlich nice. Dahinter noch ein Grimaldo. Also der sieht jetzt not bad aus. Ehrlich. Geil. Unser erster. Also, den wir richtig gezogen haben. So, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde Draft spielen. 2 Drafts. Und einfach so schnell wie es geht. Und dann direkt für Auto vervollständigen.
dann kriege ich noch mal Packs zusätzlich, die tradable sind. Digga, voll sogar voll das stabile. Ein 117er Draft. Oha. Bitte wieder geile Packs. 3 Gold Packs. Oh my God. Geil, geil, geil. Oh my God. 3-mal die Chance auf was Geiles. Also die ersten 2 waren scheiße und das dritte ist auch scheiße. Aber positiv. Wir haben 11.000 Coins. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben 11.000 Coins. So, vorhin habe ich noch eine Entle aus einem Scheißpack gezogen. Die gebe ich jetzt hier ab. Krieg dafür Spieler. Und, ja. Was ist das? 27 Spielerpack oder sowas? Ja, 27 Profispack. Da kriege ich direkt eine geile Icon raus, mal wieder. England ZM Icon. Vielleicht Doppelwalkout? Nee. Steven Gerrard. Geil. Richtig geil. Richtig, richtig, richtig geil. Kann ich nichts gegen sagen. So, ich schließe noch 86 plus Pick ab. Dafür muss ich aber meinen Steven Gerrard opfern. Ich mache einen R3 Pick. Also, einmal weggucken. Erster Spieler, Watkins. Geil. Zweiter Spieler, Sanchez. Dritter Spieler, Bernardo Silva. Watkins ist geil. Jetzt kann ich einen 85 mal 10 abschließen. Schaffe ich das? Ich fange mal mit dem 84x10 an, lieber. 85x10. Öffne dich! Icon. Nee, nicht Icon. Wer bist du? Munoz. Und Valverde! Der ist geil! Der ist richtig geil! 97! Ja! 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 Nur, ich habe kein Team of the Season dabei. Jetzt muss ich wieder irgendwas anderes, irgendwie so ein Pick, Player-Pick machen, um wieder ein Team of the Season zu kriegen. 86 plus Pick. Komm schon, bitte, ich brauche ein Team of the Season. Nein, ich krieg kein Team of the Season. Das hat sich absolut nicht gelohnt, der Pick. 84 mal 10, gönn. Icon. Innenverteidiger. Icon, ja. Campbell. Thunderstruck Icon noch dahinter. Wer bist du? Ach, Casillas. Naja, gar nicht so schlecht. Und dahinter noch ganz viel Futter. Das ist richtig, richtig gut. Mein Problem ist, wenn irgendwann die keine 84 und 85 mal 10 mehr da sind und ich kein Team of the Season mehr habe. Dann habe ich ein gewaltiges Problem. 85 mal 10 abgeschlossen. Komm schon, bitte. Ich brauche ein Team of the Season. Wieder Icon. Was soll ich mit den ganzen Icons? Oh, das ist ein Tabsoba. Das ist ein Team of the Season. Yeah. Und ein Future Star Icon. Steven Gerrard, den ich vorhin schon mal abgegeben habe. Den kennen wir ja schon. Und was ist hier noch so alles? Gabriel Jesus. Starke. Kobel. Egal, nochmal, weiter, weiter, immer weiter. 8 Minuten bleiben mir noch. Jetzt habe ich keine 85 mal 10 mehr. Das ist jetzt mein letztes. Und danach habe ich nur noch 6 mal ein 84 mal 10. Aber es kann jetzt sowieso zu Ende sein, wenn ich kein Team of the Season ziehe. Oh, ja, ich ziehe. Ich ziehe einen, glaube ich. Torwart, Muslera, das ist schon mal einer. Ich glaube, ich ziehe sogar 2. Ich ziehe 2. Boniface, damit kann ich doch was gut anfangen. Und dahinter ist noch ein Kvaratskhelia. 3 84 mal 10 gesichert. In den letzten 7 Minuten. Zeit bleibt nicht mehr viel übrig. 6 Minuten noch. Erstes 84 mal 10. Team of the Season. So wichtig. 2 Stück. Erstmal Manchester City. Ederson. Costinha. Schade. Nicht so der Beste. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und noch ein Chief. Und ein Trezeguet. Das ist wirklich, wie das jetzt gerade läuft, ist super. Einfach gute Spieler ziehen. Wer ist hier drin? Deutschland, ZOM. Wer bist du denn? Mario Götze, Footies, unser erster Footies. Und er wird nicht mal als zweites angezeigt. Und als zweites kommt Ruben Neves.
Wieder ein Team of the Season. Und dahinter ist noch einer. Ich kann jetzt noch mal 5 Stück gefühlt abschließen. Wie gesagt, das Problem ist nur, dass es halt nicht unendlich wiederholbar ist. So, damit das letzte. Wir haben noch 35 Sekunden. Ich muss noch 2 Packs öffnen, das kriege ich hin. Los, 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 los. Bitte einfach kein Duplikat im nächsten Pack, sonst muss ich es wahrscheinlich abstoßen oder so. Keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Was ziehen wir hier nochmal? USA, Linksverteidiger. Robinson. Ja, wen hast du dabei? Tapsoba. Gut, kein Duplikat. So, 3, 2, 1. Zeit ist um. Das Pack zählt natürlich noch. Wer ist das denn? Courtois. Okay. Okay, wen hat er noch dabei? Declan Rice. Und der ist sowas von geil. Okay, Brolin und Harder noch. So, wir gehen das erste Mal in den Verein. Erstellen ein neues Team und löschen das Ding hier. So, ich tue mal alle unsere guten Spieler hier mal rein. Damit kommen wir auf jeden Fall auf ein sehr, sehr gutes Team, wie ich finde. Hätte ich nicht erwartet, nachdem es nach 30 Minuten so katastrophal aussah und ich wirklich nichts hatte. Das ist jetzt schon überraschend, dass es noch so gut am Ende ist. Ins Mittelfeld kommen Valverde und Rice. ZOM ist Götze. In den Sturm Aubameyang. Ja, ich versuche natürlich auch auf Chemie zu kommen. Kvaratskhelia nach links. Casillas ins Tor. Campbell dahin. Das ist auf jeden Fall schon mal alles klar. Den kann ich zusammen mit Rüdiger spielen. Und Robinson. Die Chemie. So, jetzt habe ich aktuell 25 Chemiepunkte. Ah, der kann noch rein. Jetzt sind wir schon mal bei 30 Chemie. 30 Chemie, 92er Bewertung. Aubameyang ist gut. Götze ist gut, finde ich cool. Hier die Innenverteidigung mit Campbell und Rüdiger finde ich super. Hakimi ist natürlich, also die rechte Seite ist nicht so geil. Aber ich hatte hier eine Stunde Zeit. Und dafür ist es doch wirklich 1A. Was habe ich denn hier jetzt für 9 Aufgaben abgeschlossen? Schreibt sehr gerne in die Kommentare, was ich mit diesem Verein hier noch machen soll. Wenn ihr das Format feiert, dann nenne ich das Format einfach, was kann ich in EAFC 24 ohne FIFA Points erreichen? Ja, dann kommen dann regelmäßig jetzt noch ein paar Folgen. Und genau, das war's dann vom heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis nächstes Mal und ciao, ciao.